Hallo und willkommen zurück zu Vision. Und wir gehen wieder. Was war denn das für ein Sound? Wir haben 15 Uhr. Ja, ist eigentlich, hätte ich nur 8 Stunden schlafen sollen. Wir treffen uns jetzt mal mit Rita, die ja. Wo waren die überhaupt? Rita Runner. 16 Grün. Da kann man aber nicht irgendwo durch. Das ist das Pilzland. Das ist ja toll. Ein Wasserfall. Da kann man aber nichts mitmachen. Dies ist Vulcano. Vulcano liegt in Ebene 13. Ja, okay. Wir gehen dann mal nach 17 hoch. Oder auch nicht. Dann gehen wir nach 15 runter. Auch nicht. Wo war denn Rita? War Rita, hatte die nicht ein Büro? Rita Runner, guten Tag. Sie erreicht mich im Kurierdienst, Ebene 19, zwischen 6 und 18 Uhr. 21, bla bla bla. Und ich glaube, da kommt man aber auch direkt rein. Ne, kommt man nicht. Aber 18. Und dann einfach eine Ebene hoch. Algenuntersuchung. Okay. Johanna Jutenberg. Wollen wir denn hier Treppen? Haben wir hier überhaupt Treppen? Ah ja. Naja, damit kommen wir nur runter. Ja, nutzt uns das hier nichts. Dann sollten wir, na wahrscheinlich, vielleicht können wir hier die Etagen wieder, die Seiten wieder wechseln. Ein Infoterminal. Naja, wir könnten zumindest rüber zu Blau. Aber ich fürchte, dass das alles ziemlich umsonst ist. Sie ist hier Cold Organa, mit dem können wir auch mal reden. Oder auch nicht. Eine Tür. Holen wir uns noch was zu essen. Klimm. Na. Falsch. Da kommen wir her. Ich fürchte, das nutzt alles nichts. Ah, doch, wir sind richtig. War jetzt wahrscheinlich nicht der
kürzeste Weg. Ach, das war jetzt ihr Raum und nicht die... Bin ich jetzt mehr oder weniger durch Zufall hingekommen. Pilzlands. Ja, das war falsch. Vielleicht sollten wir einfach da hin und warten. Ja, machen wir das. 18. Noch nicht. Warten wir bis 19. Ach, du hier? Ja, warum denn nicht? Dachte halt, du wärst woanders. Die Gerüchteküche brodelt. Ach, lass sie brodeln, ich komme schon klar. Nö. Warten wir noch eine Stunde. Naja, es sieht nicht so aus, als wenn wir hier jetzt einen Job bekommen würden. Letztens ist meine Lieblingspalme eingegangen. Dabei habe ich immer mit ihr geredet. Schon wieder so einer. Hier haben doch alle eine Meise. Lass Blumen sprechen. Vielleicht hättest du sie auch mal zu Wort kommen lassen sollen. Meinst du? Na, ich werde mir eine neue kaufen. Naja, das ist hier nicht so viel los. Also langsam muss ich wahrscheinlich wieder was essen. Kommt ihr irgendwann nach Hause? Anscheinend nicht. Aha, Rita Runner. Hallo Mike, so sieht man sich wieder. Indiana Milligan an der Suche nach der Golden Rockers. Liegt was an? Kommt direkt zur Sache, was? Gut, Kuriere müssen schnell sein. Ja, ich habe in der Tat den ersten Auftrag hier für dich. Der Senit Illustruglu hat was Wichtiges für Scotty Green. Pivot, allerdings daher... Allerdings... Was? Privat allerdings. Daher holst du es beim Senit in Ebene 15 ab und bringst es zu Scotty in Ebene 14. Ziemlich primitiv eigentlich. Okay. 15... Zenit Illo und 14 Scotty. Alles klar, ich fliege sofort los, aber nochmal so aus Neugierde. Wie viele Rocks bekomme ich dafür? Wenn du es innerhalb von 30 Minuten schaffst, zurück zu sein, gibt es 10.000 Rocks, was? Wenn nicht, nur 100. Also schnell los. Arriba, arriba. Ja, 10.000. Ja, so muss ich herausfinden. War ich jetzt von unten oder von oben? Das sieht gut aus. Hier muss ich jetzt wahrscheinlich auch was essen, sonst bin ich im Arsch. Weil davon abgesehen, dass die ja jetzt hier alle zu haben. Wir sind noch satt. Hier gibt es auch keinen Aufzug. Scotty Green, 14 Blau. Moment, hier war aber ja noch eine andere Treppe. Auf der anderen Seite. Nö. Pff,
Ja, vielleicht, wenn man genau weiß, was man tut, dann hat man da eine Chance, aber so wahrscheinlich eher nicht. Na, scheiße. Videostudio Banana. Flip Slogan. Mensch, alles hat sich verändert hier. Ich denke, das hat sich nie wirklich, dass sich nie wirklich etwas verändert hat. Wurde ein kleiner Philosoph, was? Wieso? Muss man denn Philosoph sein, um das festzustellen? Ja, ja. Man wird doch immer gleich in irgendeine Schublade gesteckt. Da so war das doch gar nicht gemeint. Tja, ich brauche das. Sonst geht doch alles im Chaos unter. Du tust mir echt leid. Das interessiert mich wenig. Für Mitleid ist doch in dieser Welt sowieso kein Platz mehr. Brauche dein Mitleid immer das Erste. Ich glaube, wir zwei sind nicht so ganz auf derselben Wellenlänge. Ciao. Zaza Bolschewik. Hi, wie steht's? Gut, ich habe gestern im Radio die neue TR-909 gehört. Die wollte ich mir gerade besorgen. Hast du eine Ahnung, wo ich sie kriege? Weiß ich auch nicht. Habe keine Ahnung von Musik auf dem Markt. Selber machen ist angesagt. Ja, ja, ich weiß. Aber man verliert ansonsten den Faden. Du machst das schon richtig so. Wir sehen uns. Bis dann. Ich schaue am besten im Musikshop rein. Also, ciao. Gott. Ja, das ist... Die Missionen sind dann schon ein bisschen elend. Hier in diesem Wohndingens rumzulaufen mit den... Mit diesem ganzen Treppengedöns ist auf jeden Fall eine Plage. Klaus Knister. Spannungsraum, Tiefsee-Aquarium. Wir kommen ja hier auch gar nicht mehr raus, weil wir Nacht haben. Welche Ebene sind wir überhaupt? 11. Da geht es jetzt nur wieder weiter runter. Okay, dann gehen wir mal. Noch weiter. Zwölf. Oh Gott. Und da gibt es jetzt nur wieder das Grüne. Jetzt sind wir in 13. Nachts geschlossen. Mike Milligan, ja, wir wohnen da. Vielleicht sollte ich dann auch hier erstmal schlafen. Na. Wir haben zwar einen wichtigen Kurierauftrag, aber wir brauchen unbedingt etwas Ruhe. 8 Stunden reichen. Bist du? Kommt nicht vielleicht irgendwas in der Glotze? Heute Abend kommt der mit dem Skelett tanzt. Lohnt sich. Na fein, das ist doch was. Zu erlebniswert. So, Welt. So, wir müssen zu 15. Hi Mike, hast du gut geschlafen?
War nicht besonders aufregend. Wart mal ab, bis du deine neue Wohnung hast. Meinst du nicht, der schöne Tag heute wäre ideal, nach einem neuen Job umzugucken? Ich habe schon einen. Blablabla. Okay. 15. Sechzehn gab's aber nichts, wo man noch absteigen konnte. Ne. Siebzehn. 15, 14. Ui. Da ist auch nichts. Das ist Waldland. Liegt neben einer 13. Wasserfall. Museum. Vulkan. Tower Hill, Ebene 13. Ja, haben wir wohl keine Wahl. Ja, oder wir gucken wieder von oben rein. Apartment 3. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir sind in Ebene 18. Wir müssen also nach unten gehen. Jetzt sind wir in 17. Wieso geht's da nach unten und nicht nach oben? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hallo, bist du der Kurier, auf den ich warte? Lange kannst du noch nicht warten, so schnell wie ich war. Blödsinn, da gab es schon schnellere. Aber kommen wir zur Sache, es ist eilig. Du hast die Sendung für mich bereit? Genau, es handelt sich um ein paar sehr eilige Einrichtungsvorschläge für Scottys Wohnung. Wiederhole, sehr eilig. Hier hast du sie, also los, bin schon unterwegs. Die müssen jetzt auf die andere Seite gebracht werden. Da sollten wir wahrscheinlich mal was holen. Blim. Das war das Frühstück. Das war das Mittagessen. Und das war das Abendessen. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Hier befindest du dich gerade. 14. Scotty ist in Blau. Ah, okay. So rum. Konferenzraum. Moment. Konferenzraum 2. Gehen wir einfach mal rein. Einfach nur
Hier sitzt der Chefdesigner. Aha. Das ist der Konferenzraum der Werbegrafiker. Plantagenkontrolle. Brostar-Anlage, was auch das ist. Stonehenge. Wollen wir auch mal mitreden? Oder auch nicht? War ich jetzt eigentlich in der richtigen Ebene oder musste ich noch eins hoch oder runter laufen? Level 13, wir mussten noch eins hoch. Aha, Scotty Green. Da raus. Dann darüber. Das ist falsch. Oder? Computer-Infostelle? Was soll denn das sein? Mit dem kann man nicht reden. Na gut. Wer weiß wofür? Hier kann man auch nicht raus. Das ist ja nicht so gut. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Aber ich glaube, wenn ich jetzt damit, ja, ohne zu speichern. Ich glaube, wenn ich jetzt das Spiel neu starte, dann werde ich da wieder in den Gang gesetzt. Mal gucken. Das hatten wir gerade schon. Ich gehe weiter. Ich glaube, da ist mir die DOS-Box abgeschmiert. Das ist ein bisschen komisch. Ja gut, dann mache ich hier einen Schnitt und guck mal, dass ich das Ganze wieder ins Laufen bekomme. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Ja, ich habe auch den Anfang hier nochmal wieder durch mit dem Dings mit der Frage gemacht. Ich glaube, wir können hier gar nicht durch. Die scheinen nicht füreinander verbunden zu sein. Wir müssten ins Grüne, um hier rüber zu kommen. Gucken wir mal, ob das hier geht. Ja, denke schon. So, essen wir hier gerade noch mal wieder was. Nom. Ja. Nehmen wir mit dem hier rad. Weißt du nicht noch einen Job für mich? Geh doch in die Algenpresse. Wie wär's mit dem Kurierdienst? Ist zwar nicht einfach, aber man verdient ganz gut. Schwierig? Na dann traue ich mir das aber nicht zu. Ich such mal weiter. Scotty Green, geschafft. Schau an, Mike, die Landratte. Wolltest du wieder anheuern? Nein, heute nicht, Captain. Ich habe was anderes für dich. Sowas. Was denn beim Klabautermann? Es sind, ich zitiere, sehr eilige Einrichtungsvorschläge. Zitat Ende von Zenith Illustruglu. Oh, von unserem überbezahlten Innenarchitekten. Dass man da auch was für sein Geld kriegt, habe ich überhaupt nicht mehr erwartet. Zeig mal. Aha, sehr schön. In der Tat, Captain, du hast einen erlesenen Geschmack in jedem Fall. Finden Sie? Immer noch so vorlaut wie früher, was? Okay, Grünschnabel, vielen Dank. Kannst wieder in See stechen. Ahoi.
So, jetzt müssen wir wieder mit Rita Rana sprechen. Mit dem Kurierdienst-Dingen. Jetzt muss ich erst wieder rauskommen, irgendwie. Okay. Einfach mal weiter geradeaus laufen, sollte passen. Türenhalle, das klingt ja total interessant. Da hat einer das Abdeckblech nicht wieder angebracht. Mhm. Naja, whatever. Apartment. Das war meine Bude. So, da müssen wir jetzt zu Rita in ihrem Dingens hin. Das ist aber 21. Und dann runter nach 19. Oder die ist immer noch in der Ebene, wo wir die den Auftrag bekommen haben. Das ist auf jeden Fall eine Scheißlauferei. Kurierdienst in Rot. Hoch. Na gut, das ist noch. Ist doch ziemlich einfach. Vorbeigelaufen. Runter. Kurierdienst. Bewegung mit nach links laufen. Hallo Mike, so sieht man sich wieder. Na, wie war ich? Nun, die 80 Rockers hast du dir schon verdient. Kann ich noch einen Job machen? Ich will aber nicht. Und ich habe etwas Interessantes. In Apartment 3, in der 16, in der Schaltzentrale, in der 7, da haben Normalsterbliche eigentlich überhaupt keinen Zutritt. Ah ja, okay. Von Apartment 3. Apartment 3 in der 16. Schaltzentrale. In 7. Okay, bin schon weg. Gibt übrigens 200 Rocks der Job. Festpreise sind noch besser als unschaffbare Versprechungen für Anfänger. Okay. Hoch. Dann müssen wir. Bin jetzt nicht sicher, ob wir da den richtigen Weg gehen. Hoch. Erlebniswelt am Ende des Ganges. Okay.
In der Schaltzentrale bin ich ja gewesen. Okay, aber erstmal Apartment 3 in der 16. Das war aber wieder so eins mit so einem Scheiß. Zugang. Also wir müssen hier rein. Und dann nach 16 runter. Wie viel Uhr haben wir? Algenuntersuchung. Da habe ich auch schon mehrfach vorgestanden vor der Tür. Apartment 3, aber das hier ist das Falsche. Wir müssen zwei Ebenen runter. Eine. Sind das... Nein, das sind beides dieselben. Aber wieso kann man... Das macht keinen Sinn, dass man da nur runter kann. Wie kämen wir denn jetzt hier wieder raus, wenn man da nur runter kann? Da muss ja dann ein Lift nach unten sein. Das ist Schwachsinn. 13 rot. Ist das jetzt hier oder auf der anderen Seite? Da muss man ja auch wieder hoch können. Ja, das macht also vom Design her keinen Sinn, dass es da runter geht, aber nicht hoch. Apartment 3. Armin. Ja, hübsch hast du es hier. Gibt es sowas auch für Leute mit gutem Geschmack? Sie haben einen Kurier bestellt? Ach ja, richtig, Moment, hier habe ich es. So, was ist es denn, wenn ich fragen darf? Ein isolierter Phasenprüfer. Klaus Knister braucht sowas unbedingt sofort in der Schaltzentrale, also spute dich. Schau dir meinen Kondensstreifen an. Tschum! Eine Tür, komm noch nicht durch. Okay. Jetzt wieder zurück. Jetzt müssen wir aber einen ganz anderen Weg nehmen, weil der andere Weg ja kaputt war, den wir vorher genommen hatten. Level 14. Okay, Mike Milligan. Das müsste also direkt da raus sein. Gehen wir mal gerade wieder was essen. Blim. Ich hätte ja gerne auch noch in der Schattenspilo Geld verdient, aber... Da lässt man uns nicht arbeiten. Lolli-Sortierung, Lolli-Shop Elben, Ebene 7 wäre halt noch. Noch eine Möglichkeit. Da geht's wieder raus. Erlebniswelt. Wie viel Uhr haben wir? 21 Uhr. Naja, okay. Dann sollten wir jetzt Schaltzentrale, da sollten wir noch hinkommen. Oder Moment, wie lange halte ich denn noch aus vom Schlafen her?
Das passt. Schaltzentrale in der 7. Ach, das ist ein normales Ding. Wunderbar. Da sind wir gerade an der Orgel vorbeigefahren. Doras Lager. Management Schaltzentrale. 7 grün ist aber anscheinend an dem anderen angebunden. Oder kann man da durch das Lager vielleicht durch? Hier geht es zum Badezimmer. Riecht wie eine Bloody Mary. Ein ganz normaler Fernsehprojektor. Sieht aus wie ein Schreibtisch. Na dann. Kannst du noch ein altes Video, kannst du noch ein altes Videospiel von vor 30 Jahren gebrauchen? Habe ich letztens wiedergefunden. Das kann man in die Tasche stecken. Und das war 1992. Total hip. Ach, so ein Ding habe ich auch noch irgendwo. Hatte doch damals Fastidia dieses tragbare Ding. Na, okay. War jetzt nicht so ein wahnsinnig langes Gespräch. Okay, dann gehen wir jetzt von da aus. Darüber. Ich glaube, das war das Falsche. Hier sollte man richtig sein. Ne, Moment. Wir sind in 6. Ach so, ja genau, ich wollte in die Mitte. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. Dann wieder runter. Ne, wir hätten hochgemusst. Wunderbar. Schaltzentrale. Also hier durch. Dann sollte es hier sein. Klaus Knister. Was ist denn? Bist du Klaus Knister? Ja, warum? Ich habe hier eine Sendung für dich. Der isolierte Phasenprüfer, genau. Mensch, toll, endlich habe ich ihn. Danke dir, Glücksbote. Wie kann ich dir danken? Na, du könntest mir mal erklären, was du hier so machst. Kein Problem. In der Schaltzentrale werden die Laserbarrieren aktiviert oder deaktiviert, wie man es nimmt. Ich muss dir nur eine Lüsternklemme festziehen. Das war's dann schon. Laserbarriere? Ja, hast du schon mal eine gesehen? Ja, ich denke schon. Und mir kommt da gerade eine ganz ausgezeichnete Idee. Kannst du mir zeigen, wie man diese Barriere deaktiviert? Hey, du bist forsch, mein Bote. Das kann ich dir nicht zeigen. Das ist geheim. Wie das geht, wissen im ganzen Tower nur zwei Leute. Ich und mein Kumpel Fred, der Mechaniker. Aha, Fred. Mechaniker. Staatsgeheimnis? Genau, daher wirst du verstehen, dass ich dir das auf keinen Fall zeigen kann. Klaro? Das ist aber schade. Vielleicht kann ich es einfach mal auch probieren. Na dann viel Spaß. Bei all diesen Schalträumen und Schaltern gibt es eine Unmenge von Kombinationen. Wäre ja sonst auch nicht sicher, oder? Na dann vielleicht ein anderes Mal. Bis dann. Das heißt, wir müssen nochmal mit Fred und dann nochmal hier hin. Ja, also das Rumgelaufe ist schon nicht so cool. Müssen wir runter.
Also von Ebene 6 für Schaltzentrale. Ebene 6 blau, danach SW und Treppe rauf. Nach 7. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier wieder zurück zum Aufzug und werden mal den Fred fragen. Was sagt unsere Fitness? 7 Stunden. 0 Uhr 33, aber rufen den Fred mal an. Hier sind wir vorbei. E, F. Fred Fräser. Fred Fräser, wer da? Ja, hier ist Mike. Ich wollte dich was fragen. Na, fein, Mike. Dann komm doch einfach vorbei. Ich bin ja noch bis 6 da. Okay, Fred, bis dann. EF Fred Fräser 12 gelb. Aha. Okay. Das Museum. Wir mussten in den Blumenladen. War der überhaupt auf der Ebene? Flower Shop. Gangsystem. Okay, und jetzt mit einer Treppe dann wieder hoch oder runter? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, müssen wir entweder jetzt hier finden. Na, wieso ist denn hier kein... Moment, dann machen wir das erstmal das andere. So. Fred Fräser, das war richtig. Auf der anderen Seite. Mhm. Okay, 1, 2. Jetzt mal da dran vorbei. Fred Fräser. Mhm. Ah, du bist es, Mike. Geht es dir gut? Ja, danke, Fred. Mich plagt allerdings so ein Problem und du könntest mir helfen. So, wenn ich dir helfen kann, will ich es tun. Worum geht es denn? Ich muss unbedingt wissen, wie man die Laserbarrieren ausschaltet. Kannst du mir das nicht sagen? Woher weißt du überhaupt, dass ich dir das sagen könnte? So eine Ahnung von mir. Das ist top secret, das darf ich dir gar nicht sagen. Auch nicht für ein paar Scheine? Ich muss es aber unbedingt wissen, es geht um Menschenleben. Natürlich, um Menschenleben. Auch nicht besonders originell. Was lässt du dir das denn kosten? Was willst du denn haben? Na gut, 300 Rocks. Mein Gott, du bist aber ein zäher Brocken. Geschäft ist Geschäft. Abgemacht? Abgemacht. Was ist zu tun? Brauchst eine Schalterkombination. Welche Barriere willst du denn abschalten? In der 6. Ebene. Ah ja, das bedeutet in Schaltraum 2... Schalter 1 ein... Raum 3, 2 ein, Schaltraum 3, 5, auch 2 ein, Schaltraum 6, beide an. Ansonsten alle aus. In 2, 1, aus. Den 3, den 2. 5, dasselbe. Hoffentlich kann ich mir das merken. Was? Das haben wir gerade da falsch gesagt. Solltest du besser. Wer weiß, ob ich die Info nochmal rausgebe. Na dann, vielen Dank, Fred. Du hast mir sehr geholfen, auch wenn es nicht ganz billig war.
Na, müssen wir wieder zurücklaufen. Wenn ich das wiederfinde. Sieht schlecht aus. Mike Milligan. 13. Gelb. 2, 3. 1, 2. Jetzt ein bisschen weiter. 3. Zur Erlebniswelt. Und hier wohnen wir. Dann werde ich hier auch erstmal wieder schlafen. Mhm. Aber natürlich Bett. 8 Stunden müssen reichen. Wir haben 10 Uhr. Wunderbar. Und dann werde ich hier gerade noch was essen. Hat gut geschmeckt. Noch eins. Nom 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 nom. Richtig gut satt. Na dann essen wir noch einen. Wunderbar. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter und gehen wieder in die Schaltzentrale und dann wieder runter. Das ist echt mal ein ziemlich fieses Rumgelaufe. Also das hätten sie durchaus besser machen können. Also das Rumgelaufen und Lifte suchen ist auf jeden Fall nicht besonders toller Teil des Spiels. Also dann, bis zum nächsten Mal.